So, bei uns Lorient, ganz unglückliche 0-2-Niederlage, glaube ich. Essen wird in die Kabine gehen und gar nicht wissen, warum sie das Spiel gewonnen haben. Wir gehen vom Feld in die Kabine und wissen gar nicht, wie wir das verlieren konnten. Siehst du es ähnlich? Ja, absolut. Ich glaube, wenn man den Spielverlauf sieht, wenn man die ganz klaren Torschancen sieht, die wir hatten, wo man auch sagen muss, sehr, sehr gute Hochkaräter, jetzt nicht nur Torschancen, sondern sehr gute, wo der Torwart auch, muss man auch ehrlich sagen, 2-3 Mal überrang gehalten hat. Ja, wir haben eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute ein sehr gutes Spiel gezeigt, aber ja, im Fußball geht es dann halt ums Resultat und das ist halt sehr schade, weil wir uns für eine super Leistung halt nicht belohnt haben. Wieder kurz vor der Halbzeit fällt dieses Tor. Haben wir da eine Konzentrationsschwäche? Ich weiß es nicht. Das ist immer so, das ist eigentlich eine super dämliche Frage, die ich selbst gar nicht leiden kann. Aber warum schaffen wir das nicht, sowas in die Halbzeit zu bringen? Hast du da irgendeine Antwort oder war das einfach, naja, das war halt einfach so? Wie gesagt, das war halt ein Standard, ein hoher Ball, der reinkommt, wo dann auch ein bisschen unglücklich so eine Ping-Pong-Aktion. Ne? Das war ja nicht mal so was Klares rausgespielt oder so. Deshalb war schon auch natürlich ein bisschen Pech dabei, aber wie gesagt, wir haben danach, wir sind aus der Pause gekommen, aus der Halbzeit, super ins Spiel wieder, weiter nach Druck gemacht, weiter nach vorne gespielt, haben eigentlich nichts zugelassen, bis jetzt noch zum Schluss, wo das 2-0 fällt, aber sonst eigentlich, wie gesagt, von der ersten bis zur letzten Minute ein sehr gutes Spiel gezeigt. Ja, wir können uns auch über fast nichts beschweren, klar, 2-3 individuelle Fehler, ja, die hast du aber immer drin, deswegen spielen wir dritte Liga und nicht Champions League, logisch, die müssen wir natürlich auch ausmerzen, klar. Ansonsten fand ich es trotzdem ein sehr gutes Spiel von uns, weil Essen, die wollen ja sogar noch aufsteigen, die sind ja noch oben mit dabei, also gegen Essen war das doch ein gutes Spiel. Ja, natürlich, aber das zeigt mal wieder, was dritte Liga ist. Jeder kann jeden schlagen, das ist halt keine Floskel, das ist halt wirklich so, egal wo die Mannschaft in der Tabelle steht, du kannst jeden Gegner schlagen und das haben wir heute auch wieder gesehen, dass wir in meinen Augen überlegen waren. Aber wie gesagt, natürlich müssen wir die individuellen Fehler dann auch abstellen, weil das kostet uns natürlich dann auch Punkte oder Gegentore. Wie gesagt, trotzdem können wir auf diese Leistung aufbauen und dann müssen wir halt jetzt schauen, schleunigst dann wieder in Ferl, am besten einen Dreier mitzubringen. Vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, gerade für die Psyche. Jetzt hat man nämlich 6 Spiele ohne Niederlage gehabt. Heute ist jetzt wieder die Niederlage. Vielleicht auch noch so ein kleiner Weckruf. Hey, wir sind noch überhaupt nicht sicher. Wir brauchen wirklich 90 Minuten volle Konzentration. Wir müssen die Spiele ziehen, damit wir drin bleiben. Vielleicht von daher, um irgendwas Positives rauszuziehen. Ja, aber ich glaube, ich hätte schon lieber gerne die Punkte gehabt heute und wäre 7 Spiele ungeschlagen gewesen. Ich glaube, in der Situation, wo wir sind, wäre das deutlich wichtiger gewesen. Logisch. Und wenn wir was positiv suchen wollen, dann kann das natürlich was sein. Aber ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft sich nicht bewusst war. Auch vorher wussten wir ganz klar, was auf dem Spiel steht, wie es aussehen könnte. Also das sind ja alles Sachen, wo wir schauen ja nicht weg. Wir wissen, wie wichtig es noch ist und wie eng es noch ist. Und wie gesagt, das weiß halt jeder Spieler. Dann hoffen wir mal, dass mit unseren Fans im Rücken in Ferl nächsten Samstag die Post abgeht und wir dann auch endlich uns belohnen. Für wirklich ein klasse Spiel. Heute hat es nicht geklappt. Müssen wir mal die bittere Pille schlucken und dann gucken wir mal, dass wir in Ferl 3 Punkte mitnehmen. Genau, so machen wir es. Danke dir, Lo.